Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zu meinem Let's Play vom Spiel Minecraft. Ja, wie man hier sieht, die automatische Kürbis- und Melonenfarm, die hat in der letzten Folge schon sehr gut funktioniert. Jetzt wachsen hier noch hier Melonen und hier Kürbisse. wenn ich hier reinschaue in die Kiste, tada, schon zwei Kürbisse drinnen. Also funktioniert die schon mal. Hier bei den Melonen dauert es ein bisschen länger, denn hier zum Beispiel, hier ist er noch nicht ganz hochgewachsen, der Setzling. Hier ist er schon in seiner letzten Stufe. Genau, bei den Kürbissen schaut es eigentlich genauso aus. Hier die zwei sind schon hochgewachsen. Hier der eine, der braucht noch ein bisschen, der braucht noch ein bisschen. Oh, hier ist auch ein Kürbis. Ja, manche brauchen ein bisschen länger, manche geht es schneller. Wie kommen wir jetzt hier nach oben? Ups, ja okay. Ich bin nicht so der Jump-and-Run-Experte. Also ganz nah an die Kante stellen. Ah, okay. Ich gebe es auf. Denn ich würde gerne nochmal da hochschauen. Egal, ich muss eigentlich nicht mehr da hoch. Eigentlich nicht mehr. Passt schon so. Ja gut. Hier haben wir die Eisentüren, hier kommen die Villager mal nicht rein. Tja. So, ich habe noch ein bisschen Glas im Inventar, sehe ich. Das werden wir schnell hier vorne in die Kiste legen. Glas. Da rein, dann brauche ich noch ein bisschen Efeu, naja, müsste reichen. Vielleicht vorhin noch ein bisschen dekorieren. Ja, meine Kiste muss ich mal mitnehmen. Bin ich jetzt blöd? Wo ist Efeu? Oh, bisschen. Ja, falscher Slot. Okay, jetzt haben wir den richtigen erwischt. Ja. Wie man hier sieht, ich spiele schon auf der Minecraft 1.10.2. Wie in der letzten Folge, da war es genauso. Und dahin und hier. Hier hinten noch ein bisschen was. Und deswegen werde ich in dieser Folge mal schnell in die Wüste gehen, bisschen Sand holen, denn in der Wüste, hier könnte ich eigentlich auch was hinmachen, schaut ein bisschen schöner aus. Genau, das wächst dann hier so ein bisschen runter. Eigentlich jetzt eigentlich weiter oben hin, oder? Egal, lassen wir so, wie es ist. Genau, denn in der Wüste gibt es neue Mobs, die wo hier agieren. Oh, hier ist jede Menge Zeug drin. Oh Gott, 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 oh Gott. Nehmen wir alles mit, was geht. Die Werkbank kann ich mitnehmen, die brauche ich nicht mehr. Enderperle habe ich dabei. Ja, der eine Enderman, der hätte mich fast gekillt in der letzten Folge. Oder was, die vorletzte? Egal. erstmal alles hier rein. Ich weiß, ich hätte zwar ein automatisches Sortiersystem, aber da habe ich keinen Bock drauf zu laufen. Brauche ich noch was anderes. Ich brauche mindestens drei Wolle. Das kann ich die auch noch abbauen. Hey, alles mitgenommen. Sehr schön. Ja, super, das ist keine Wolle dabei. Egal. Hey, das Eisengolem. Du willst dem Dorfbewohner eine Blume geben. Nee, ich will deine Blume nicht haben. halt falsch. Ja, ich würde gern.
Nur die Sachen, was in mein System reinpasst, mitnehmen. Also quasi alles mit Holz und Stein und. Ne, Schilder jetzt nicht. Obwohl, ja, das restliche Holzzeug nehme ich auch mit. Kiste, Bücherregal nehme ich mit. Okay, so viel Zeug. Kann sich gar nicht entscheiden, was man mitnimmt. Ja, die Sachen auf jeden Fall. Halt die Enderperle, die kann ich ja gleich hier reinlegen. Mann, was ist heute los? Ich spiele den falschen Slot erwischt. Hier ist fast leer. Okay. Ja, Birkenholz nehme ich mit. Brote, Glowstone. Glowstone gehört eigentlich da rein. Mein Fehler. Glowstone gehört hier so geordnet. Ja, egal, das restliche Zeug lassen wir so, wie es ist. Haltet die in der Mitte 2 und dann ist der Inventar eh schon wieder voll. Hey, der bestellt das Feld. Bist du ein Bauer? Nee, Pfeilmacher. Ich hätte einen Farmer gesucht. Egal. Jetzt gehen wir schnell nach oben. Tada! So, das Zuckerrohr werde ich auch gleich nochmal abernten. Ich habe das rein. Das. Halt, Rest. Rest gehört hier rein. Die zwei Bücherregale werde ich oben hinsetzen. Halt, Werkbank habe ich noch eine übrig. Redstone haben wir hier. Genau, halt Wolle. Drei Wolle, halt brauche ich drei Holz dazu. Also drei. Oh, das klick, 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 klick. Das nervt ein bisschen. So, hier vorne könnte ich. Aber das Fenster lasse ich mal frei, würde ich sagen. Ja, kann man so lassen. Haben wir hier eine Fackel dran? Nee, aber nicht. Fackel setze ich oben drauf. Aha. Genau, hier kommt dann auch nochmal ein Bücherregal hin und dann kommt auch wieder eine Fackel oben drauf. Sehr schön. So, jetzt gehen wir. Dank der Schnelligkeit 3 Minuten. Ja, ob das reicht, ich glaube es nicht. Halt, ich brauche noch. Halt, falsch. Noch eine Schaufel. Denn meine jetzige Schaufel, die wird nicht ganz reichen. Jetzt tun wir daher, den tun wir daher. Wie machen wir das? Oder ich gehe erstmal ins Bett. Mein Pferd, hey. Sehr schön. Alles voller Schnee. Das Dachgeschoss wollte ich auch mal ausbauen. So, halt. So, den tun wir da rein und auf geht's. Durch den Nähte, halt, falsche Tür. In der Hoffnung, dass das Spiel das nicht abschmiert. Kurz orientieren, Festung. Ne, ich muss. Sehen, wo der Gast, wo ist der? Gerade nicht zu sehen. Boah, ich hasse Nähte mit Schädel. Egal. Oh, ich höre ihn. Na, habe ich getroffen? Nee, glaube nicht.
Egal. Hier geht's runter. Gefährlich. Schnell, schneller. Aber sie Fackeln folgen. Ups. Ach komm, lauf halt. Okay, hier ging es runter. Ha, sehr schön, Tür dazu. Und jetzt müsste ich in der Wüste sein. Ha, alles friedlich, sehr schön. Jetzt kann ich auch hier im Bett setzen. Die Fackeln tue ich wieder in die Offhand. Und auf geht's. Ich wollte ein bisschen erkunden, ne? Und zwar hier hinten sieht man schon wieder Berge mit Gras. Ah, ich hätte ein Boot gebraucht. Was hier? Achso, egal. Das Zuckerrohr könnte ich mitnehmen. Ja, auf dem Rückweg dann. So am Ufer entlang. Obwohl, ich brauche nicht unbedingt ein Boot, das sind bloß ein paar Meter bis darüber. Denn ich wollte mal wieder so eine kleine Erforschungstour machen. Hui, da wird's reingehen. Spinne. Doch die Fackeln in die andere Hand. Ups, wollte ich nicht, sorry. Ist extra wegen mir explodiert, oder wie? Hat oben geht's raus. Oder? Nee, doch nicht, schade. Hier geht's wieder raus, oder? Hier ist hell. Hui. Ui, 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 da geht's gleich runter. Da ist eine Spinne, okay. Boah, schaut cool aus. Boah, riesige Felswände. Oder nicht Fels, sondern eher Sand. Wahrscheinlich werde ich nicht mehr zurückkommen. Da muss eh ein bisschen sparsam sein. Ich trottel, haben nur 13 Hühnerfleisch mitgenommen. Ja, die Bäume habe ich die schon? Habe ich das Holz schon? Das Akazienholz? Auf jeden Fall ein Sessling mitnehmen. Na? Setzling. Gibt's nicht, dass er kein Setzling rauskommt? Da ist er. Hey, ein Setzling. Oh, krass, was sind das? Voll die komische Felswand. Oder ja, wie auch immer, Wand. Lava, Interessant. Oh, krass, ey. Ist er hier hoch oder runterkommen? Ja, runter ist einfach wie hoch. Autsch. Wasser. Wow, voll die fette Höhle. Ich will aber nicht in die Höhle. Nein. Nicht in die Höhle. Halt, die Fackeln kann ich mit der anderen Hand tun.
Hip. Schaufel kaputt. Egal, tun wir schnell die Höhle mal fluten. Wir können neue Gebiete erkunden, denn seit der 1.10 gibt es auch neue Mobs. Was ist hier? Ist hier. Hä? Was ist das für eine komische Gegend? Ah, da hinten, da kommen schon wieder Bäume. Hä, so viel Wasser. Und Lava, natürlich. Wir können gerne mal ein Dschungelbiom finden. Schon wieder Bäume. Auch wieder die Akazienbäume. Das Holz gefällt mir das nicht so. Ich würde sagen, gehen wir ein Stückchen weiter nach oben. Hui, schon wieder Höhle. Das ist immer noch die Wüste in der Nähe, wie man sieht. Alles klar, boah, schaut das hier geil aus. Ich würde sagen, ich gehe mal in diese Richtung. Was ist hier? Ein Huhn. Vielleicht was essen. Boah, das ist auch eine richtig geile Landschaft, echt. Aber ich hätte gleich mehr zum Essen mitnehmen sollen. Total unvorbereitet. War so eine Spontanaktion. Ja, wie immer halt. So, gehen wir schon hier rüber. Ja, mit den Schädel schaut die Landschaft auch sowas von schön aus. Hier ist immer noch die Wüste in der Nähe. Na, immer so einen kleinen Orientierungspunkt. Das Lava. Aber theoretisch in der Wüste müssten neue Mobs spawnen. Aber haben wir vorher nicht gesehen. Vielleicht muss es Nacht sein, dass sie spawnen. Ich weiß es nicht. Normalerweise sind die auch tagaktiv. Okay, hier ist ziemlich schattig. Hier wäre. Ah, das ist ein Zombie. Okay, ich würde sagen, gehen wir in diese Richtung. Ja, gib Ruhe. Das ist immer noch ziemlich schattig, das Ganze. Also ein Bett natürlich nicht mitgenommen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kühe. Okay. Viele Kühe machen Mühe. Oha. Okay, das hat bestimmt aber getan. Ach, wie kommen wir jetzt hier rüber? Was ist hier passiert? So eine komische Landschaft. Gehen vielleicht doch in die andere Richtung. Hui, Glück gehabt. Nichts passiert. Vielleicht überlebe ich die Nacht. Ich hoffe es einfach mal. Also Rüstung hätte eh schon eine gute. Diamantrüstung. Müsste ausreichen. Da kann ich rüberspringen. Autsch, ja. Springen schon. Landen? Nee. Sand brauche ich ja eh. Ich muss halt nach oben arbeiten. Huch. Achso. Gehen wir da hin und dann springe ich darüber und dann daher und dann daher. Ach komm. Ah, warum nicht hier entlang? Vielleicht kommen wir wieder zu meinem Bett. Nehme ich doch die Fackel in die andere Hand. Und das Schwert in diese Hand. Ich bleib. Oh, ein Enderman. Shit, ich habe angeschaut. Nein, Entschuldigung, wollte ich nicht.
Hui, Glück gehabt. Mal schnell was essen. Habe schon gedacht, was ist das da oben? Ein Enderman. Ups, Schritt angeschaut. Nicht so gut. Jetzt bin ich hier in der Wüste. Oh, schon wieder Enderman. Nein, nicht anschauen. Creeper. Ah, gerade das sind die neuen Mobs. Cool. Jetzt gehe ich mal darüber. Das ist auch einer. Der hat mich gesehen. Muss sonst noch jemand gesehen? Endermensch, Creeper schieße ich mal ab, würde ich gerade sagen. Hey! Das ist quasi ein Zombie. Das ist eigentlich nur ein ganz normaler Zombie, wie es ausschaut. Oh, noch ein Zombie. Ups. Zum Glück habe ich Unendlichkeit auf meinen Bogen drauf. Okay, das Biom habe ich schon erkundet. Ich würde sagen, gehen wir in diese Richtung. Oh, Creeper, hab mich nicht gesehen. Oder war noch ein Creeper? Was ist denn hier los? So viele Creeper? Zwei Schüsse. Auch nicht schlecht. Kriegen ein bisschen XP-Punkte. Gehen wir ein bisschen nach oben. Da ein bisschen Überblick. Oh. Hä? Es schneit? Nee. Skelette, Creeper. Komischer Schatten. ich würde sagen, gehen wir ein bisschen hier nach oben. Oder ich setze einfach hier mal eine Fackel. Wenn ich hier oben bin, dann weiß ich, dass ich schon mal hier in der Nähe war. Ich wollte eine Fackel setzen. Also wie machen wir das? So und dann. Ha, jetzt. Ah, da spielt ein Creeper. Mann, ich hasse die Viecher. Ich wollte eigentlich nur Sand farmen, habe gedacht, ja, machst du eine kleine Expeditionstour. Ich glaube, in diese Richtung muss ich, dass ich wieder zum Strand komme. Ui, gefährlich. Autsch. Komischer Zombie. Komischer Creeper. Ich würde sagen, ich laufe einfach mal zurück. Hey! Hat sein Bogen gedroppt? Was ist Skelett mit Rüstung? Auch nicht schlecht. Ich gehe mal weiter. Für komischen Zombies auch Babys, okay. Oh, ah, das ist ein Portal. Hui, Glück gehabt. Ha, geht doch. Ich geh mal schnell ins Bett. Ui, ich schaff's nicht mehr, oder? Gehst du weg von meinem Bett?
Hey, normaler Zombie. Boah, schnell, was ist da? Schnell alles einsammeln, was sie gedroppt haben. Ha, sehr schön. Ja gut, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Minecraft. Also macht es gut. Bis dann. Ciao.